Simon's Lament. Hallo und herzlich willkommen zu noch 10 Minuten. Mein Name ist Krusekills und ich spiele Simon's Lament. Die Welt zerfällt und ich muss diese Steine einfangen. So viel habe ich aus der Beschreibung noch im Kopf. Und ich bewege mich vorwärts. So gut. Nur das. Die Steuerung gefällt mir noch nicht so ganz, aber das macht nichts. Kriege ich das, wenn ich durch den Strahl auf? Oder. Ich bin gespannt, wo mich diese Welt noch hinführt. Wie es aussieht, geht es hier nicht wirklich weiter. Doch, jetzt kommt die Welt. Ich renn mal da rein. Ich kann seltsam weit springen und diese Bäume sehen auch cool aus. Sofern es denn Bäume sein sollen. Ich laufe mal hier weiter. Ich versuche da hochzukommen. Naja. Mühsam vermehrt sich das Eichhörnchen. Und wieder runtergefallen. Nächster Versuch. Jetzt laufe ich mal nur rum, mal gucken, ob ich ihn mitnehme. Nein, ich habe sie mitgenommen. Hoffe ich. Seltsames Spiel. Aber es ist ein Versuch wert. Und stopp und Welt hoch. Okay, die Welt scheint auch per Zufall zu entstehen. Und ich komme trotzdem nicht irgendwie richtig weiter. So, hopp. Der Anfang ist immer gleich. Mit jedem Versuch. Aber spätestens, wenn ich hier Halt mache, sieht's anders aus. Wenn auch nicht wirklich. Sehr viel anders. Ich fange schon wieder an, die Titelmelodie mitzusingen. Zum nächsten Punkt. Und da kommen wieder noch ich. Da kommen noch mehr Punkte zum Sammeln. Und die sammle ich doch gleich mal ein. So, wohin jetzt? Thank you.
als ob ich mich vergessen habe. Ich hab doch was. Naja. Nochmal von vorne. Da sind die Strahlen in den Himmel, da muss ich hin, da gibt's diese Würfel. Und schon wieder abgeschnitten. Okay, es ist ein bisschen frustrierend. Aber das ist ja bei vielen Spielen so. Besonders wenn es um Geschicklichkeit geht, die ich anscheinend nicht besitze. Anscheinend. Und ich weiß auch noch nicht so genau, wo es mich hinführen wird, dass ich das alles einsammle. Hier ändert, also während ich spiele, noch was hinzukommt zu diesem Level und ich da. Gut. Da sind die nächsten Fragmente. Und die sammle ich allein. Ob sie es wollen oder nicht? Also die Fragmente. Ja, vielleicht habe ich ja diesmal Glück oder Können oder beides. Glück eher als Können. Und da hinten fällt die Welt zusammen. Schön für die Welt, schlecht für mich. Oder auch nicht schlecht für mich, ich habe keine Ahnung. Faszinierend, wie die Welt sich immer wieder neu aufbaut. Ich gehe niemand dran. Strahlen in den Himmel zeigen mir an, wo die nächsten Fragmente sind, und ich bin gespannt, ob es ein Ende gibt. Denn
theoretisch kann sich die Welt ja immer wieder neu aufbauen. Und ich könnte ewig um diesen großen Klotz in der Mitte herumlaufen. Was ich wahrscheinlich auch tun darf. Erstmal versuche ich mal da hochzukommen. Was schwierig aussieht. Es sei denn natürlich dieser da war es das auch schon für mich. Ist auf jeden Fall etwas amüsanter als die Sachen, die ich vorhin gemacht habe.